Talks versuchen wir, diese gemeinsamen Themen auch so ein bisschen nach außen zu tragen, also quasi in den gesellschaftlichen Diskurs einzuspeisen, und sind immer auf der Suche nach Themen, die sowohl die Künste als auch die Wissenschaften betreffen. Und da ist der Rhythmus natürlich ein Paradebeispiel für ein Konzept, das es sowohl in den Naturwissenschaften gibt, also Rhythmus strukturiert biologische Systeme, physikalische Systeme, aber natürlich auch in den Künsten, also in den Zeichenkünsten sowieso, in der Musik ist der Rhythmus natürlich eine wichtige Größe, aber selbst in den bildenden Künsten wird Rhythmus so als abstrakter Begriff, der Formen beschreibt, verwendet. Und in den Vorträgen heute Abend werden wir diesen Begriff eben einmal aus verschiedenen Seiten beleuchten. Wenn wir an urbane Rhythmen denken, fallen uns sicher viele Beispiele der technopolitischen Rhythmetisierung ein. Um einfach nur ein paar Beispiele, das können wir sicherlich auch noch beliebig erweitern. Zum einen ist es natürlich die Bahnhofsuhr, die gerade auch aus dem 19. Jahrhundert kommend, zum einen die Technisierung, dann aber auch die Verbindung der Stadt mit dem Umland, mit anderen Städten und so weiter, aber auch notwendigerweise natürlich eine bestimmte Zeitlichkeit, eine bestimmte Rhythmetisierung eingeführt hat. Um es dann aber auch mal vielleicht ein bisschen mehr in unseren Alltag zu holen, natürlich auch im Fitnessstudio, sind genau diese Rhythmen der inneren Uhr, unserer persönlichen Zeitlichkeit, aber auch wieder auf bestimmte Technologien übertragen. Weil, wie Sie hier sehen, ist es, ob man auf dem Laufband ist, unterlegt man sich ja dem Rhythmus der Maschine. Ich möchte anfangen, es wurde schon angedeutet, natürlich leben wir auf einem Planeten, der um seine eigene Achse rotiert. Und dadurch ergibt sich natürlich ein Rhythmus der Außenwelt, der Umwelt, von Licht und Dunkel und von hohen und niedrigen Temperaturen, von Nahrungsangebot und Nahrungsmangel. Und diese Periode, dieses Rhythmus ist natürlich genau 24 Stunden, was mit der Erdumdrehung zu tun hat. Und natürlich, dadurch, dass es immer wiederkehrt, dass es eben ein Rhythmus ist, haben sich eben viele Organismen so angepasst oder in der Evolution so entwickelt, dass diese immer wiederkehrenden Veränderungen der Umwelt antizipiert werden konnten. Dass es tolle Antizipation ist, zeigt diese Sonnenblume, die ihre Blätter immer zur Sonne ausrichtet. Und die Frage ist, macht sie das, weil die Sonne hier entlang geht? Die blüht noch nicht, aber sie richtet ihre Blätter sozusagen immer dem Sonnenstand, ist nicht so perfekt von mir synchronisiert. Aber jetzt wichtig ist, was passiert in der Nacht. In der Nacht braucht sie die Blätter nicht aufzurichten, aber am Ende der Nacht antizipiert die Sonnenblume, dass das Licht gleich hier kommt. Und das macht die innere Uhr. Das heißt, und das ist bei uns mit dem Cortisolrhythmus auch so, in der Nacht geht er dann schon mal hoch, damit wir dann morgens einen schönen starken Blutdruck haben, den wir brauchen, wenn wir dann aufrecht gehen wollen. Chimären sonst kennen wir eigentlich, oder viele von ihnen, das sind Wesen, die begegnen uns auch schon in der griechischen Mythologie. Grässliche Wesen, fantastisch. Wenn man ehrlich ist, entspringen sie ja eher der Fantasterei als der Wirklichkeit. Hier sehen wir diese zwei Pendel, links und rechts, beide Uhren, und die sind jetzt sozusagen antiphasig. Eins geht hoch, eins geht runter, und wir sehen sozusagen so eine Synchronisation. In unserer Arbeitsgruppe beschäftigen wir uns mit größeren Systemen. Man kann sich aber auch sowas vorstellen, dass die irgendetwas machen. Ja? Also die machen jedes Pendel für sich, geht hoch und runter, aber es gibt keine Verbindung zwischen denen. Das nennen wir Desynchronisation, beziehungsweise in dem Bereich, wo wir arbeiten, Chaos. Chaostheorie. Und was wir aber beobachten manchmal, und das ist seit 2004 das erste Mal beobachtet worden und bis heute unerklärt, wir beobachten so etwas, dass einige der Uhren mit ihren Nachbarn zusammenhängen, andere nicht. Und das bleibt so. Also wir beginnen von einem Zustand, der chaotisch ist, und nach einigen Sekunden oder nach einigen Minuten, wenn wir den Raum wieder betreten, sehen wir so etwas. Okay. Good evening. Good evening.
Good evening. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Buenas tardes. Bonsoir. Guten Abend. Gut. 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 Tja, Rhythm. 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 Rhythm is rhythm. Rhythm is soup.